Ihr habt meine Erklärung, Reaction und Analyse zur kommenden Live-Action-Serie von Avatar auf Netflix schon gesehen? Dann seid ihr hier genau richtig, um mal zu schauen, auf was sich die erste Staffel auf Netflix alles so fokussieren wird, da ja vor kurzem erst die Episodentitel bekannt gegeben wurden und man schon so grob schätzen kann, welche Episoden des Cartoons in diesen abgehandelt werden. Viel Spaß! Da es sich bei der Live-Action-Serie um eine Nacherzählung handeln und die erste Episode The Last Airbender heißen wird, gehe ich mal stark davon aus, dass die ca. einstündige Folge die ersten drei Episoden der Serie abdecken wird. Sprich, der Junge im Eisberg, der Avatar kehrt zurück und eventuell noch der südliche Lufttempel. Angefangen beim kleinen Streit zwischen Sokka und Katara, der uns ja schon für die Eröffnungsszene angekündigt wurde, geht es weiter mit dem Befreien von Aang sowie Appa aus dem Eisberg, dem Besuch am südlichen Wasserstamm, dem Angriff von Prinz Zuko sowie die darauffolgende Gefangennahme von Aang, dem Fliehen und zu guter Letzt dem Besuch am südlichen Lufttempel, wo der Avatar das erste Mal begreift, dass er, wie die Episode schon sagt, eben der letzte Luftbändiger ist und die Feuernation sein Volk vor ganzen 100 Jahren ausradierte. Wo ist Momo? Ja, und auch Momo sollte hier das erste Mal auftauchen. Du, ich und Appa, wir sind alles, was von diesem Ort übrig geblieben ist. Ebenfalls war der südliche Lufttempel die erste Episode, wo wir Aang im Avatar-Zustand sahen, worauf ich extrem gespannt bin und zu guter Letzt die Auftritte von Gran Gran, Zuko, Iroh, Gyatso, Zhao, Kaya, Hakoda und so weiter und so fort. Zwar gab es auch Gerüchte, dass die Serie mit einem blutenden Mönch Gyatso starten, der von Feuerlord Zosin am Tag des großen Kometen gefragt wird, wo der Avatar ist, daraufhin umgebracht wird und erst dann der Schwenker zur Bootsszene kommt. Allerdings habe ich dafür keine Beweise gefunden und glaube, dass das Ganze einfach nur Fanwunschdenken ist. Episode 2 wird den Titel Warriors tragen und ich glaube, ich bin nicht allein mit der Meinung, wenn ich sage, dass sich hier wahrscheinlich voll und ganz auf die vierte Episode des Cartoons fokussiert wird, beziehungsweise die Kyoshi-Kriegerinnen. Auch hier bin ich wieder extrem gespannt, was uns die Serie zeigen wird, da nicht nur ein Charakter eingeführt wurde, den wir bisher weder in der Serie noch in den Comics sahen, oder Sukis Mutter, sondern auch, weil Avatar Kyoshi einen längeren Auftritt haben wird, obwohl sie in der Serie ja erst im zweiten Buch ihre Screentime bekam. Jedoch Ewan Chapman selbst meinte, dass es eine Ehre war, so einen Charakter spielen zu dürfen. Wie werden die Roben der Kyoshi-Kriegerinnen aussehen? Wird sich Sokka auch verkleiden und was werden wir alles in Kyoshis Flashback sehen, beziehungsweise wie blutig wird es sein und werden eventuell ein paar Handlungsstränge aus den Romanen genommen? Ebenfalls ist es interessant, dass hier schon die erste Abänderung von der originalen Story vorgenommen wird und Aang anscheinend zuerst auf Kyoshi trifft, anstatt auf Roku, der im Cartoon für ihn ja so eine Art Mentor war und sogar noch im Erwachsenenalter als solches zählte. Zwar könnte man die ganze Thematik mit den Avataren dann noch irgendwie miteinander verbinden, da uns ja auch der Cast von Kurok vorgestellt wurde, der im Cartoon ebenfalls erst ab dem dritten Buch eine Rolle spielte, jedoch würde das Ganze logischer in die fünfte oder achte Episode passen, auf die wir gleich noch kommen werden. Da Episode 3 den Titel Omashu trägt, kann man wohl stark davon ausgehen, dass sich hier voll und ganz auf die fünfte Episode des Cartoons mit dem Titel Der König von Omashu fokussiert wurde. Angefangen mit dem ersten Auftritt vom Kohlkopfhändler, der in der Live-Action-Adaption ja vom originalen Synchronsprecher der Serie verkörpert wird. Meine Kohlköpfe! Bin ich wieder extrem gespannt, wie sie Omashu filmisch umsetzen werden. Eventuell erfahren wir ja auch ein bisschen über die tragische Liebesgeschichte von Oma und Schuh an sich, was dem Ganzen auch mehr Tiefe geben würde und auch, wie sie eine komplette Stunde damit füllen wollen. Ab mit ihren Köpfen und vor allem für jeden Kohlkopf! Episode 4 mit dem Titel Into the Dark ist wohl mit Abstand am interessantesten, da weder von Haru noch seinem Vater ein Cast vorgestellt wurde, was heißt, dass wir die Episode in Gefangenschaft vorübergehend überspringen und es noch dunkler werden soll als das bloße Einsperren und Versklaven von Bändigern. Es könnte sein, dass sich hier eventuell entschieden wurde, die Eroberung von Omashu und Gefangennahme von Bumi eine Staffel vorzulegen, um zu zeigen, wie erbarmungslos die Feuernation ist, wo bereits auch schon Azula, Mai und Tai Li mitwirken könnten.
eventuell ja auch schon die Episode Luftakrobaten mit einbindet, wo wir den Mechaniker und seinen Sohn Theo das erste Mal sehen werden, Handlungsstränge von der Episode Der Sturm abgehandelt wird, was auch für die Vorstellung von Lieutenant Lee sprechen würde und ja wirklich deep war, oder eben einen Teil des Genozids, die Vorstellung der Freiheitskämpfer, die wie im Original eine Kolonie überfluten wollen, oder eben doch nur Jong Jong, der von Aang genötigt wird, ihm das Feuerbändigen beizubringen, was dann auch wieder mehr auf den Episodentitel passen würde. Das alles in Handlungen, wo uns bereits ein Cast vorgestellt wurde, allerdings keinen alleine stehenden Episodentitel haben und man an sich gut zwischen den Hauptplots schieben könnte. Sowohl Luftakrobaten als auch Rückkehr nach Umashu und Jet der Freiheitskämpfer waren alles ernste Folgen mit krassen Schlachten und mit Kämpfen gegen die Feuernation. Episode 5 mit dem Titel Spirited Away klingt auf jeden Fall wieder nach etwas Bekanntem und könnte die Doppelfolge Die Geisterwelt sowie Avatar Roku abdecken, die den Beinamen Die Wintersonnenwende hatten. Sprich, treffen wir hier eventuell auf den Waldgeist Heibei, der durch seiner von der Feuernation verbrannten Heimat Amok läuft und die Bewohner eines Dorfes Hilfe beim Avatar suchen. Wie im Original wird Sokka also entführt. Aang ist in seiner Geisterform gefangen, bekommt Besuch von Avatar Rokus Drachen, der ihn die Aufgabe gibt, am Tag der Wintersonnenwende seinen Tempel aufzusuchen, um dann am Ende zu erfahren, dass er den Feuerlord noch vor dem nächsten Sommer aufhalten muss, um zu verhindern, dass die Welt für immer aus dem Gleichgewicht gerät. Wir könnten sowohl Roku in Action sehen, als auch die Feuerweisen und eventuell noch mehr über vergangene Avatare erfahren oder wie der Krieg sich auf die anderen noch übrigen Nationen auswirkte. Episode 5 is my absolute favorite. I remember reading it and falling in love immediately. I went through so many emotions reading it. Die sechste Episode mit dem Titel Masks fokussiert sich wohl voll und ganz auf der blaue Geist und Sukos alter Ego, um den Avatar aus Zhaos Fängen zu befreien. Dem kleinen Konflikt zwischen Zuko und seinem Onkel Iroh, der Gefangennahme von Aang der Yuan-Bogenschützen durch Admiral Zhaos Befehl, eventuell ja auch dem Fröschelutschen, um Katara sowie Sokkas Fieber wieder zu heilen, und was würde ich dafür geben, Miyuki in der Live-Action-Serie zu sehen? Miyuki, hast du dir etwa wieder mal Ärger mit der Feuernation eingehandelt? Also wirklich? Was hast du nur verbrochen? Solltet ihr jedoch ebenfalls Beef mit der Feuernation haben, lasst mir gerne ein Abo und den Feuer-Emoji in die Kommentare da und ich werde mal schauen, was sich so machen lässt. Versprochen. Ah, oder ihr fragt auf meinem Discord-Server nach Hilfe. Aber machen wir weiter. Of the 8 episodes, which episode are you most excited for fans to watch? I'm gonna go 6. Kommen wir nun zur vorletzten Folge mit dem Titel The North, und wie bei den meisten davor lässt sich eigentlich schon grob einschätzen, was genau in dieser Episode alles behandelt wird. Genau wie im Original wird Katara einen Meister im Wasserbändigen finden wollen, was mit der Ankunft am nördlichen Wasserstamm beginnt, sowie dem Kennenlernen der Traditionen, Prinzessin Yue, Meister Paku, Stammesoberhaupt Anuk und so weiter und so fort. Bis es schließlich zu Zhaos Belagerung kommt und seinem Plan, den Geist des Mondes zu töten, um so sowohl den Avatar zu fangen, als auch die Wasserstämme auszuschalten. Ich habe zwar lange überlegt, wo und wie sie Wan Shi Tong mit einbinden werden, aber ich glaube, dafür müsste Zhaos Flashback langen. So wie einige Minuten später ebenfalls Ko, der Gesichtsräuber, auftauchen müsste, der Aang weiterhilft. Zuko, der ihn dann wiederum entführt und zu guter Letzt mit einem guten Cliffhanger alles verloren zu sein scheint. Auf jeden Fall eine gute Episode, um das gigantische Worldbuilding hervorzuheben, die Geisterwelt und deren Bewohner ein bisschen mehr zu beleuchten und auch nochmal zu demonstrieren, wie eiskalt die Feuernation doch ist und dass sie sich alles nehmen, um an die Macht zu kommen. Bis dann Episode 8 mit dem Titel Legends kommt, die uns vermutlich zeigt, zu was ein Avatar alles so in der Lage ist. Sprich, gehe ich mal stark davon aus, dass sich Aang im Staffelfinale mit Tui verbindet, um die Flotten der Feuernation vernichtend zu schlagen, während sich Yue opfert und zum Mondgeist wird und natürlich Aang sowie Katara am Ende ausgebildete Wasserbändiger sind. Auch wenn ich hoffe, dass im Finale keine Welle anstatt von Godzilla kommt, denke ich, dass uns eventuell auch hier noch die restlichen Avatare vorgestellt werden, ähnlich wie im Finale vom dritten Buch, als Aang Rat brauchte, weswegen ja auch der Episodentitel Legends heißen könnte, aber nagelt mich da nicht fest. Vielleicht wurden sie ja doch schon alle in der vierten oder fünften Episode vorgestellt und hatten ihre Screentime. Meine Kohlköpfe!